Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute wieder einen Scheibensticker-Kleber, Aufkleber, Stickensticker und was da alles dabei ist und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns jetzt nun hier beim LKW-Kauf online und ich zeige euch das mal beim Scania R als Beispiel. Und da gehen wir jetzt ins Interieur rein. Und dann habt ihr hier Schullis Schnullis Sticker Mod. Den braucht ihr ganz wichtig, wo ohne den funktioniert es nicht. Link dazu alles in der Beschreibung. Den klickt an und dann habt ihr hier euren euren Viking Mod. Und an der Seitenscheibe steht sogar noch Cola drauf. Das sieht dann halt so aus, Vikings. Ne? Und das funktioniert natürlich, wie schon gesagt, nicht nur mit dem Scania R, sondern auch mit dem S. Ne? Hier für die große Scheibe. Und im SDS-Forum gibt es einen Beitrag und die Leute tun sich hier gegenseitig ein bisschen unterstützen, helfen und skinnen. Das finde ich ganz, ganz, ganz schick. Da gibt es schon ein paar verschiedene. Dieses Vikings gibt es auch für hier unten, ne? Für diesen Bereich. Und auch ganz andere, ich glaube Oldschool und irgendwelche anderen Sticker gibt es hier noch. Und geht einfach mal auf die Seite oder beziehungsweise auf den Link in der Beschreibung, findet ihr den. Und dann könnt ihr das dann euch runterladen und dementsprechend auf euren Scania draufklöppeln. So, ich zeig's jetzt aber beim Scania S. Oh, Moment, hier ist es. Also hier auch nochmal. Tschack, das ist es dann auch nochmal, ne? So. Ganz wichtig. Beispielsweise beim MAN geht es zum Beispiel nicht, da steht dieses Viking zu weit nach vorne, weil es jetzt hier angepasst ist am Scania. Vielleicht weiß ich nicht, wie es bei den anderen LKWs so aussieht. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, beim MAN weiß ich es. Wir können mal beim Actros gucken. Nehmen wir uns einfach mal kurz die Zeit. Nehmen wir uns mal den Stream Space, mal schauen, wie es hier aussieht. Check, hier ist es dann nämlich genauso. Und dann schauen wir mal. Mal gucken, hier beim Actros funktioniert es dann auch. Ne? Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wie es halt gerade angepasst ist. Ne? Beim MAN, ich kann es euch beim MAN kurz zeigen. Da werdet ihr sehen, Quark, funktioniert nicht. Also funktioniert schon, aber da steht es halt dann zu weit weg. Beim Euro 6. Zack und zack. Hier sieht man es, aber dann von außen seht ihr selber, passt es nicht. Ne? Steht weg. Also müsst ihr euch ein bisschen durchprobieren, wo es passt. Immerhin hier beim Euro 6 passt nicht, aber beim Actros, beim... Wir können mal einen DAF angucken. Viele fahren auch gerne DAF. Nehmen wir mal den DAF. Gucken wir mal hier rein. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Gucken wir doch mal. Also hier seht ihr selber. Würde es theoretisch passen, aber passt doch nicht, weil der Kleber zu weit oben ist vom Template her halt. Ne? Deshalb passt es hier nicht. Aber von der Entfernung zur Scheibe, ja, steht ein bisschen weg, aber ist nicht so schlimm. Könnte man aber anpassen, würde für den DAF auch genauso funktionieren. Dann müsst ihr bloß weiter runtersetzen, den ganzen Quark, wer es kann. Dann geht es da ganz genauso. Beim Volvo gucken wir mal. Wir nehmen uns jetzt einfach hier mal die ein bisschen die Zeit. Nehmen wir jetzt ja gleich mal hier diese Variante hier. Chuck. Da sieht man es auch noch ein bisschen. Wir machen jetzt hier mal die Blende weg. Also zur Not beim Volvo würde es auch gehen. Wer gerne Volvo fährt, da passt es auch an. Hier sieht der Cola. Sieht hier auch ganz gut aus. Und passt. Ja? Also müsst ihr euch ein bisschen durchprobieren. Und dann glaube ich, passt es auch. Was ihr jetzt noch beachten müsst, das zeige ich euch jetzt ganz, ganz hier Pflicht, noch ganz wichtig. Nämlich, wenn ihr dann hier in den Mod-Manager reingeht, ganz wichtig, guckt euch mal hier, diese zwei sind es jetzt im Prinzip. Müsst ihr diesen Schulli-Skin-Sticker müsst ihr hier haben und dann euren Aufkleber, in dem Fall dieses Vikings oder ob das oder hier das andere, das Oldschool-Gedöns ist, also was für ein Aufkleber ihr hier halt habt, der muss über diesen Schulli-Skin-Sticker stehen. Ganz wichtig, weil sonst funktioniert es nicht, sonst wird von Schulli, da ist nämlich ein Sticker schon enthalten. Ich glaube, Next Gen, wenn ich mich nicht täusche, da wird der nämlich ersetzt. Ne? Also dann habt ihr nicht diesen Viking, sondern diesen Next Gen Family Skin Sticker. Da ist nämlich einer mit dabei. Also, runterladen einmal diesen Schulli Skin Sticker, Link in der Beschreibung, und dann separat nochmal diese Sticker, die ihr hier euch benötigt oder was ihr halt da wollt. Ne? Und die ganzen Stickers findet ihr, wie schon gesagt, im SDS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Habt ihr noch Fragen zu diesem Viking Skin Sticker, dann einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Däumling da, Abo für den Kanal nicht vergessen, drückt die Glocke und dann wünsche ich euch wie immer einen angenehmen Abend noch. Macht's gut, bis bald und ciao.